Liebe Lehrerinnen und Lehrer, heute möchte ich euch meine vier Methoden zeigen, die ich jeden Tag benutze, um meine Klasse zum Zuhören zu bringen. Der erste Trick ist, ein nonverbales Zeichen einzusetzen, und meistens mache ich das einfach mit der Hand. Ich strecke meine Hand auf und das erste Mal führe ich es ein und sage, kommt, streckt die Hand auf und hört auf zu sprechen. Wenn die Schüler die Hand aufstrecken, dann sehen sie das gegenseitig, dass jemand die Hand aufstreckt und plötzlich sind alle Hände in der Luft, alle hören möglichst auf zu sprechen und sobald wirklich alles mucksmäuschenstill ist, dann kannst du anfangen zu sprechen. Und das erste Mal, wenn du es einführst, werden die Schüler es ein bisschen komisch finden. So, hä, wieso, wir sind alle Hand aufstrecken und so weiter. Aber zieh es einfach zwei, dreimal durch und du wirst sehr schnell merken, dass es sehr gut funktioniert und dass du so deine Stimme extrem schonen kannst, weil du wirklich kein Wort sagen musst, nur die Schüler so anblicken musst und dann irgendwann merken sie, oh, ich muss die Hand hochstrecken. Und weil alle Hände hoch sind und alle ruhig sind, kannst du dich bedanken, dass sie jetzt ruhig geworden sind und dann kannst du loslegen. So, und Trick Nummer 2 ist ein guter alter Lehrertrick und im Englischen sagt man dem Cold Calling, also eiskaltes Aufrufen. Es bedeutet einfach, dass man nicht einzelne Namen aufruft und dann eine Frage stellt, sondern es umgekehrt macht. Also man stellt eine Frage relativ offen an die ganze Klasse, aber dann macht es bam und dann nimmt man genau einen bestimmten Schüler oder eine bestimmte Schülerin, wo man wahrscheinlich vermutet, dass sie oder er gerade nicht so richtig zuhört. Und der Schüler, die Schülerin wird dann ziemlich erschrocken sein und oh, jetzt wurde ich diese Frage gestellt. Und je mehr du das tust als Lehrperson, desto mehr merkt das die ganze Klasse, dass du Fragen stellst und unerwartet jemanden auswählst, den oder die, die du Frage stellst. So werden sie wach, weil sie merken, oh, ein bisschen aufmerksam sollte ich sein, weil wenn ich die Frage gestellt werde und jedes Mal nichts dazu sagen kann, dann merkt die Lehrperson, dass ich vielleicht meistens schlafe oder irgendwas anderes mache. So, und mein dritter Trick, den ich sehr gerne nutze, ist, dass ich in den Fächern mit den Unterlagen und Aufgaben sehr gerne die Schülernamen in die Aufgaben mit reinbaue. Also einfach während dem Sprechen, sagen wir mal gerade im Sprachunterricht, da haben wir irgendwelche Satzbeispiele, wo irgendwelche Menschen irgendwas machen. Und anstatt, dass ich einfach diese Beispiele immer so benutze, baue ich die Namen der Schüler ein oder vielleicht kenne ich sogar irgendwie bestimmte Hobbys oder Interessen von einzelnen Schülern und Schülerinnen. Und dann baue ich das irgendwie mit ein in den Aufgaben und mache das Ganze ein bisschen humorvoll, mache ein bisschen Witze dabei und die Klasse findet das dann ganz unterhaltsam. Ich gucke natürlich, dass ich niemanden blamiere oder sowas, aber einfach so, dass ich sie mit ihrer Welt in die Aufgaben mit einbeziehe, auf eine lustige Art oder vielleicht auch auf eine reale Art, so dass es irgendwie Sinn macht mehr für sie, diese Aufgaben so zu bearbeiten und so kann ich ihre Aufmerksamkeit mehr gewinnen, weil die Aufgaben plötzlich irgendwie interessanter geworden sind. Und das sollte wirklich in allen Fächern machbar sein, selbst in Mathematik oder Natur und Technik, Geografie und so weiter, indem du einfach Metaphern machst. Mit diesen Lerninhalten, die du hast, machst du Metaphern oder machst irgendwelche irreale Situationen, wo du aber irgendwie sagst, ja, dann würde dieser Schüler oder diese Schülerin da reinkommen und das tun und das hat dann mit dem Lerninhalt zu tun und plötzlich finden das die Schüler dann ganz amüsant. So, und dieser letzte, vierter Trick, den habe ich von meinem Deutschlehrer aus dem Gymnasium mir ein bisschen abgeguckt. Der bezieht sich schon auch auf die ganze Klasse, aber mehr vielleicht auf einzelne Schüler oder so Pärchen, die gerade ein bisschen schwatzen oder so, so ein Sitzen, Banknachbarn. Und ich nenne das den Killerblick-Trick. Das braucht ein bisschen, dass man theatralisch ist als Lehrperson. Und das funktioniert eigentlich ganz einfach, wenn du siehst, dass Schüler gerade schwatzen, obwohl sie irgendwie Einzelarbeit machen sollten oder sowas. Dann guckst du sie an mit ganz offenen, großen Augen. Vielleicht noch mit geöffneten Nasenflügeln, aber du machst es trotzdem auf eine humorvolle Art, denn weil es ist ja nicht ernst gemeint. Aber trotzdem merken die Schüler, jedes Mal, wenn ich das mit ihnen tue, dann gucken sie mich so an, weil ich sie natürlich so angucke, so, und ich grinse dabei auch ein bisschen und sie merken so, oh, er hat uns den Blick, aber er ist uns nicht böse, er sendet uns einfach ein Signal, hey, ihr wisst, was ihr zu tun habt, also konzentriert euch, tut das, was ich euch gesagt habe oder so. Und das kannst du fast in jeder Situation benutzen und die Schüler finden es lustig und dann ist es halt 10 Sekunden kurz ein Lachen und dann konzentrieren sie sich aber sehr schnell wieder. Und die Schüler schätzen auch Humor, ich glaube, das haben viele Lehrpersonen bereits für sich erfahren. Okay, das war's für heute, diese 4 Tricks. Wenn du mich und meinen YouTube-Kanal hier unterstützen möchtest, kannst du vielleicht noch mehr lernen, indem du aus der Videobeschreibung einen Bücherlink benutzt und einfach ein Buch wählst, das dir für den Lehrberuf hoffentlich mehr bringt. Und so kannst du mich auch unterstützen, weil ich einen winzigen Provisionssatz erhalte. Egal, ob du dann ein Buch bestellst oder andere Dinge. Hauptsache, du benutzt einen Link und dann weiß Amazon, dass du über meinen Kanal diese Produkte bestellt hast. Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.